Hallo liebe Klammerstein-Freunde, ich bin Axel von Steinreich TV und heute habe ich mal wieder ein Set von Yuhang für euch, das ich hier mal aus meinem Baustall rausgekramt habe. Und zwar habe ich die 86017 in der wunderschönen Plastikverpackung, in der meine Zugpakete immer kommen. Also natürlich kommen die nicht so geschickt, sondern die kommen in einem großen Karton und da sind mehrere drin und die sind dann hier in so einem Tütchen drin. Yuhang 86017, das ist der Golf Resort Course, genau, das ist der Golfplatz oder das ganze Golf Resort. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an, ich mach mal auf, dann gucken wir es mal rein. Yuhang hat Teile von G-Star, meine ich. Was ja grundsätzlich durchaus mal brauchbar ist. Aber jetzt auch nicht zu den Nummer 1 der Steinehersteller gehört. Schauen wir mal. So, das sind insgesamt über 3000 Teile, also schon ordentlich was zu tun hier drin. Die Anleitung ist jetzt auch nicht ganz dünn, hat auch ein ordentliches Gewicht. Und ja, so soll das dann nachher aussehen. Das ist der Golf Resort Course. Oder so, in dunklem Design. Das sind dann die verschiedenen Ansichten. Das kann man einfach in alle Richtungen drehen und sich angucken. Da kann man auch wohl einen Ball fahren lassen. So genau, weiß ich nicht, muss man mal gucken. Da hat es auch Technikelemente unten drin, dass der Ball dann weiter befördert wird. Ich bin gespannt, ob das was für mich ist, ob ich da Spaß dabei habe. Ich habe schon gehört, dass es vielleicht nicht ganz so einfach zu bauen ist. Man braucht auf jeden Fall gute Augen. Ich zeige es euch gleich in der Anleitung. Wir haben 156 Seiten. 155. Bauabschnitte haben wir auch. Sehen wir hier. Warum man gute Augen braucht? Das Ding ist verdammt klein gedruckt. Das ist, da habe ich ein bisschen Respekt vor, muss ich sagen. Also da ist immer das komplette Set auf einer halben Seite abgebildet. Also da geht schon einiges. Bereits gebaut ist es komplett ausgegraut oder ausgeblaut, wie ihr hier seht. Neue Teile sind farbig dargestellt. Wie viele Bauabschnitte haben wir denn? 7. Also hier sind 7 drin, was mich jetzt ein bisschen verwundert, weil hier habe ich. Ach ne, ich habe immer gedacht, das sei Tüte 10, aber es ist die Tüte 1. Ja, dann ist klar. Also haben wir 7 Bauabschnitte und ich sehe gerade, da steht irgendwas von Power Unit. Offensichtlich hat es hier auch einen Motor mit dabei. Muss ich gerade mal aufmachen. Das war mir eigentlich alles gar nicht bewusst. Manchmal bin ich überrascht. Ein Motor. Okay. Dann muss ich sagen, ich muss zugeben, Leute, das ist ein Debüt für mich. Ich habe noch nie ein motorisiertes Set gebaut. Also, wo ich selber den Motor habe, ich habe schon diese ferngesteuerten Kada-Autos gebaut, wo da so ein Powerblock drin ist. Das habe ich schon gebaut, aber mit Motor, das ist für mich tatsächlich Neuland. Ich meine, ich baue jetzt hier schon seit ein paar Jahren jetzt wieder das Zeug, aber ich war nie ein großer Technik-Fan und so weit ist es dann nie gekommen, dass ich tatsächlich irgendwas mit Motor gebaut habe. Das finde ich jetzt spannend. Ich hoffe, dass es mich alles nicht überfordert, aber ich kriege das schon hin. Mache ich schon.
genau. Ja, also gut, ich würde sagen, fangen wir direkt an. Hier ist ja schon alles vorsortiert in Bauabschnitte, brauche ich ja nur noch die Tüten aufreißen und loslegen. So, den ersten Bauabschnitt habe ich gemacht und ja, bisher baut sie es eigentlich recht gut. Ein paar Kleinigkeiten melde ich gleich. Ich habe den Motor eingebaut und da kam die erste Überraschung. Da ist keine Batteriebox oder irgendwas dabei, da ist ein USB-Stecker drin. Das habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Normal kommt da ja meistens eine Batteriebox oder ein Akku oder sowas hin. Hier haben wir einfach einen USB-Stecker und da kann man dann vielleicht eine Powerbank oder sowas hinten dran anschließen und dann läuft es damit, denke ich mal. Keine Ahnung, man kann auch nirgends einschalten, so wie ich das sehe, also Strom und dann läuft es, denke ich mal. Ja, genau, also so ein bisschen Technikrahmen hier, ein bisschen Technikrahmen und halt hier da am Motor. Ansonsten fällt auf, das Ding wird ordentlich groß. Allein jetzt schon, nach dem ersten Bauabschnitt, und hier kommt noch ein bisschen was hin, haben wir schon eine Breite von 50 Noppen und eine Tiefe von 40 Noppen. Also 40 mal 50 Noppen haben wir hier auf jeden Fall schon mal liegen. Und das, wie gesagt, es wird noch ein bisschen größer. Ich glaube nicht mehr arg viel. Also hier noch so ein bisschen rum. Aber ja, ist schon ordentlich. Hatte ich auf den Bildern immer ein bisschen kleiner eingeschätzt, aber naja, da sieht man mal, wie man sich täuschen kann. Gut, zu den Steinen, ja, klemmen sich ganz gut, sind die typischen G-Star-Steine, aber wir haben hier immer wieder so dreckige Steine. Vor allem die weißen, die haben immer mal wieder so Schmodderstellen. Hier im Unterbau stört es mich jetzt nicht so, da tue ich die einfach verbauen. Wenn es weiter oben, muss ich mal gucken, ob ich da dann nicht vielleicht das Zeug wegradiere oder so, dass das hübscher aussieht. Aber bisher, wie gesagt, hat es mich nicht so sehr gestört. Was mich mehr stört, sind solche Konstruktionen wie hier, wo praktisch die Plates einfach hier so überhängend hingebaut werden, hier auch. Die sitzt hier genau auf zwei Noppen und dann vier hängen in der Luft. Und vielleicht manchmal muss dann hier was draufgebaut werden und dann ist Mist. Hier genauso, die hängt auch nur auf, die hängt auch hier ein bisschen über. Hier hängen sie hier auf diesen zwei Noppen und hier auf einer. Und da drunter ist hier komplett nichts drunter. Und hier ist auch diese eine Noppe, hängt dann wieder auf hier auf dieser Viererplate, die wiederum auch nur auf zwei Noppen hier hängt. Und auch die Dreierplate hier, die hängt auch nur, klemmt auch nur auf einer Noppe hier vorne. Na, das ist alles so ein bisschen nicht ganz ideal und da hätte ich dann hier vielleicht doch gern einfach eine Stütze noch drunter. Also diese frei hängenden Dinger, die gefallen mir jetzt nicht so wahnsinnig gut. Ein weiteres Problem ist die Farbdarstellung in der Anleitung. Da muss man schon ein bisschen manchmal Rätsel raten, was jetzt genau gemeint ist. Direkt am ganz vorne habe ich jetzt hier zum Beispiel, ist das jetzt ein Orange oder ist das das helle Gelb? Also ist das jetzt die Farbe oder die da? Ja, es ist die helle, das normale Gelb einfach und nicht dieses Orangene, aber ich finde hier sieht es schon ein bisschen orangen aus. Und das
Hier hat man es im direkten Vergleich, dann ist es klar, welches gemeint ist, aber ja, ist halt, wenn man nicht direkt beides nebeneinander hat, ist es manchmal nicht ganz so einfach. Genauso bei den Brauntönen oder so, aber da ist es mir ja gewohnt. Und auch die Dark Bluish Gray habe ich auch am Anfang erst nach irgendeiner anderen Farbe gesucht, weiß schon gar nicht mehr welcher. Und dann, als ich das Teil nicht gefunden habe, dann habe ich gedacht, oder meinen die etwa Dark Bluish Gray? Und tatsächlich haben sie Dark Bluish Gray gemeint und nicht was anderes. Naja, aber das ist eigentlich meistens so eine Anfangsphase, wo man sich ein bisschen dran gewöhnen muss und dann geht es auch eigentlich immer ganz problemlos. Aber in dem Fall war es halt mal ein bisschen verwirrend. Ich habe jetzt den zweiten Bauschnitt fertig und der Eindruck vom ersten setzt sich hier so ziemlich ungestört fort. Die Steine lassen sich gut bauen, es klemmt alles gut und sonst was. Es ist relativ viel Technik versteckt, aber es hängt vieles einfach so halb in der Luft. Also hier, zack, geht ab. Hier, das hängt, da kann ich überall drunter fahren. Da ist nichts unterbaut hier, das ganze Ding. Das hängt hier auf zwei Noppen oder so. Oder lass es drei, vier sein. Auf jeden Fall nicht so wahnsinnig viel, dass es jetzt hier so richtig stabil ist. Das ist, da muss man, also hier, ich baue dann hier immer drauf und dann muss ich hier immer unten von unten gegendrücken. Dann fällt mir das hier wieder ständig ab. Und das ist an vielen Stellen so, dass das einfach der Unterbau so ein bisschen fehlt. Hier ist, ja gut, das ist nur, da geht's. Aber an vielen Stellen auf jeden Fall. Und ja, das ist anstrengend. Dann hatte ich wieder das Problem, habe ich auch schon erzählt, das Problem der Farben. Gerade hier, die zwei verschiedenen Blautöne, die kann ich in der Anleitung nicht unterscheiden. Die sind für mich ziemlich gleich, also vielleicht kann ich es jetzt hier in der Kamera erkennen. Also das hier ist das kräftige Blau und das hier ist das matte Blau. Also das ist die obere Seite und das ist die untere. Matt, kräftig. Könnt ihr das unterscheiden? Minimal. Also wenn es hier so direkt nebeneinander abgebildet ist, könnte man sich es einbilden, weil das ist nämlich auch noch das Kräftige. Könnte man sich das einbilden, dass das vielleicht zwei verschiedene Farben sind? Aber nee, also das lässt sich überhaupt nicht richtig herausfinden. Deswegen habe ich auch erst mich mal verbaut und habe dann von der einen Farbe nicht mehr genug da gehabt, aber ganz ehrlich, das war mir dann entweder egal und habe einfach weitergebaut, weil es eh nicht erkennt, oder habe es halt ausgetauscht. Aber mal. Ich hoffe einfach, dass das jetzt in den weiteren Bauschnitten einfach die Farben nicht mehr vorkommen und ich dann besser unterscheiden kann. Also bei dem Blau ist es echt kacke. Naja, gut, ja, da drüben haben wir viel mit Technik, ganz viele Zahnräder. Und weiß der Teufel, jetzt ist der Motor da dran. Hier sind nochmal Zahnräder da hinten. Die kann man per Hand drehen. Und ach Gottchen, also relativ viel Technik. Und ihr wisst ja, ich bin jetzt nicht so der Technikbauer. Oder im Prinzip gar nicht. Auch wenn es mir in Maßen durchaus auch Spaß macht. Also wenn es zu kompliziert wird, wenn es zu heftig wird, dann steige ich aus und dann weiß ich auch nicht, was ich da tue. Und auseinandernehmen macht Technik erst recht keinen Spaß. Das ist ganz fürchterlich.
Aber darum geht es ja jetzt nicht. Ich geht ja ums Bauen, nicht auseinandernehmen. Warum hat es da jetzt gerade das Licht geflackert? Keine Ahnung. Gut. Ja, also jetzt mache ich dann weiter mit dem dritten Bauabschnitt. So, Bauabschnitt 3 steht und jetzt ist das hier oben habe ich vor allem ganz viel gebaut und das Ganze mit extrem viel Baurichtungsumkehr, Snot, hier ganz viel seitlich und jetzt habe ich zum Beispiel hier habe ich Noppen und hier habe ich Noppen, da ist ein Baurichtungsumkehrer dazwischen, hier und hier zum Beispiel und es ist hängt ganz viel in der Luft und so. Ich meine, das habe ich ja vorhin schon öfters mal erwähnt. Es ist spannend. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Es ist spannend. Ja, genau. Also hier, man sieht, da unten ist der Motor noch drin. Und hier hängt das alles über. Das ist alles schön verkleidet, mehr oder weniger. Hier haben wir noch Zahnräder. Die verdrehen sich noch frei. Ich weiß gar nicht, mit was die noch verbunden sind. Ich denke, mit irgendwas werden sie verbunden sein. Ich habe es nicht mehr so im Kopf. Das ist auch nicht so wichtig mir. Genau. Und hier kann man aufklappen. Was dahinter sich versteckt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es ist nicht so einfach. Das Ding ist inzwischen ordentlich groß, aber ist teilweise noch immer sehr instabil. Immer noch hier nichts drunter gebaut. Teilweise frage ich mich, warum nichts drunter gebaut ist. Vermutlich wird man hier, könnte man das einfach machen. Hat man sich gespart? Keine Ahnung. Genau, und hier sind halt überall Lücken und so. Und teilweise, wenn man dann hier Sachen anbringen muss, so einzelne Plates und so, da habe ich dann teilweise mit der Zange gearbeitet, weil ich da mit den Fingern gar nicht so richtig dran gekommen bin. Und wenn ich das Teil dann verloren hätte, dann weiß ich nicht, ob ich es jemals wieder da rausbekommen hätte aus dem Loch. Deswegen habe ich da ein bisschen Vorsicht walten lassen und da Hilfswerkzeug verwendet. Funktionieren tut es bisher alles sehr gut vom Bau her. Es dauert alles. Es dauert alles so seine Zeit, weil es halt doch nicht nur einfach Stein auf Stein ist, sondern das Ganze doch deutlich aufwendiger sich gestaltet als das 0815 Modular, was ich doch meistens so baue. Aber es macht Spaß, es ist abwechslungsreich und ich bin gespannt auf jeden Bauschritt, wie es weitergeht. Also von daher, ich bin sehr zufrieden. So, Bauabschnitt 4 ist fertig. Zuerst habe ich hier das hier beendet. Hier kam noch ein bisschen mehr Fläche hin und hier eine Fahne und sowas. Und dann ging es hier weiter mit der gelben Fläche und dann hier diese Windmühle, die hier kommt. Eine Windmühle ist es nicht, das ist eine Wassermühle. Hier läuft ja ein Flüsschen lang. Und hier habe ich tatsächlich mich verbaut gehabt und habe noch ein paar Zahnräder und Achsen und sowas hier noch einfügen müssen, hier unten drunter für die Technik. Die hatte ich in der Anleitung übersehen, das habe ich, da habe ich ein bisschen geschlampt. Das ließ sich aber zum Glück relativ gut beheben, ich hoffe es zumindest. Genau. Und hier seht ihr eine 1x6 Fliese, die habe ich hier nicht in der richtigen Farbe. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich die auch irgendwie falsch verbaut habe. Ich würde jetzt behaupten, nein, aber naja, sicher bin ich mir natürlich nicht.
Aber die zwei Farben lassen sich in der Anleitung nahezu nicht unterscheiden. Das ist echt ein Problem. Das ist echt schwierig. Zumindest wenn sie nicht auf der gleichen Seite sind und man direkt nebeneinander halten kann, ist das echt schwierig. Genau. Ja, ansonsten, es ließ sich relativ gut bauen. Hier dieser Bereich, der hängt relativ frei. Dieses ganze Ding, das hängt ein bisschen in der Luft. Aber das habe ich ja alles schon erwähnt, dass das immer wieder ein Problem ist. Die Bäume finde ich ganz cool. Nur das kriege ich hier vom Winkel her nicht so ganz. Das geht immer ein bisschen weg hier. Ja, genau. Und wenn man natürlich dann einhändig da versucht, irgendwas zu reparieren, dann funktioniert es natürlich überhaupt nicht. Ja? So. Es geht mit den Winkeln hier nicht so richtig. Jetzt hängt der weg. Naja. So richtig geht es nicht, aber das ist auch nicht so wild. So ist scheiße. Naja, das mache ich dann später noch ein bisschen. Aber die können ja auch ein bisschen, ja, die können auch ein bisschen offen stehen. Das sind halt lange Äste, die zur Seite weggehen. Das sind halt nicht Spitzlauf zulaufende Bäume, sondern na, die sich nach oben verbreitern. Soll es ja auch geben. Genau. Gut, ja. Die Anleitung mit ihren Farben, das ist ein Problem. Aber ansonsten, ja, und manchmal vergesse ich auch einfach Teile. Ich arbeite ein bisschen unsauber gerade. Ich hoffe, dass es sich nachher nicht rächt, vor allem mit der ganzen Technik und so. Aber ich glaube, jetzt soweit stimmt es jetzt wieder. Hoffe ich zumindest. Und jetzt baue ich einfach weiter. Im fünften Bauabschnitt bin ich doch wieder ein ganzes Stück weitergekommen. Hier ist jetzt ein Dach, hier ist das Rad vollständig, auch wenn ich jetzt hier bei so einem Wasserrad die Schaufeln andersrum angebracht hätte, dass die auch vom Wasser angetrieben werden. Weil ich denke mal, das läuft so rum, weil das Wasser fließt ja hier unten durch. Naja, mal schauen. Und ansonsten hier diese Brücke, diese Schräge. War alles nicht ganz so trivial zu bauen sowieso. Also es hängt immer noch sehr viel in der Luft. Es ist immer noch, also das hängt hier wieder an einer Noppe. Naja, was soll ich sagen? Auch diese 2x8er Plate hängt an einer einzigen Noppe hier unten. Ja, ich verstehe es nicht so ganz. Ich finde es auch teilweise nicht ganz so glücklich, warum es so extrem wackelig alles gebaut ist. Aber das habe ich jetzt ja schon ein paar Mal gesagt. Ja, Farben wieder schwierig. Hier gehört eigentlich eine dunkelgrüne 1x4 Plate hin. Die habe ich jetzt hier irgendwo verbaut. Stört an beiden Stellen nicht, dass es nicht die richtige Farbe ist. Trotzdem ist es natürlich nervig, dass das irgendwie nicht in der Anleitung zu erkennen ist. Oder praktisch nicht. Wenn man dann ganz bei hervorragendem Licht ganz genau guckt. Ja. Ich habe jetzt hier ein paar Teile zu viel übrig. Ich hatte wieder beim letzten Bauabschnitt wieder eine Kleinigkeit vergessen. Habe ich eingebaut. Das ist mir ein bisschen zu viel, was übrig ist, aber ich habe nochmal durchgeschaut, eigentlich fehlt es nicht. Vielleicht ist es diesmal tatsächlich richtig so. Und ich habe wieder was vergessen. Ich will es nicht ganz ausschließen. Genau, hier hinten haben wir jetzt hier diese Klappe. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie ich da dran kommen soll. Vielleicht, wenn ich es irgendwie anheben kann,
dann kann ich die auf. Die. Ja, also theoretisch, ja. Da ist eine Klappe, die man aufmachen kann. Die ist bloß sehr schwer zu öffnen. Es gibt hier keinen Griff oder so, mit dem man es rausziehen kann. Und die, ja, die hakt ziemlich fest ein. Keine Ahnung. Ich bin gespannt, wie das alles am Ende funktioniert. Ob auch die Technikfunktionen funktionieren. Hier kann man drehen. Bewegt sich da was? Ja, also zumindest das funktioniert schon mal. Hier kann ich drehen, aber da weiß ich nicht wirklich, was das bewirkt. Keine Ahnung. Da bin ich noch völlig planlos. Ja, das sind so ein paar Sachen. Aber da muss ich mich überraschen lassen. Ich weiß es einfach nicht. Ja. Gut, also noch zwei Bauabschnitte, dann ist fertig. Dann werden wir sehen, was passiert. Was funktioniert und was nicht funktioniert. Ich bin gespannt. Die Bauarbeiten schreiten voran und jetzt ist hier auch schon hier die Quelle praktisch von dem Wasser zu sehen und das läuft jetzt hier runter. Hier ist die Bahn noch ein bisschen erweitert worden, hier ein bisschen Zaunbegrenzung und natürlich hier das Grün und ach ja, wir werden jetzt hier schon deutlich, es ist schon deutlich sichtbar, was wir jetzt hier bauen. Und ja, es macht sich ganz gut. Ich habe jetzt rausgefunden, was das Drehen hier macht. Das dreht hier dieses Teil hier oben. Das dreht sich im Kreis. Ja. Aber was das jetzt bringt, weiß ich noch nicht. Da kann man vielleicht noch was reinstecken und so. Und es dreht sich dann, keine Ahnung. Hier ist es genauso, da dreht sich das da. Wie gesagt, was das letztendlich bringt, weiß ich nicht. Das sind ja noch mal hier solche Dinger. Vielleicht wird damit die Kugel dann noch weiter bewegt oder sonst irgendwas, der Ball. Ich habe keine Ahnung. Ich freue mich nachher, das Ganze dann anzuschließen und zu gucken, was sich dann mit dem Motor bewegt, was der bewegt. Ich habe keine Ahnung. Also das Wort sage ich jetzt hier schon viel zu häufig. Ja, teilweise habe ich wieder geflucht, weil mir Sachen wieder runtergestürzt sind beim Anbringen. Aber ich finde es absolut faszinierend, hier gerade diese Konstruktion hier, die hier so in der Luft schwebend fast angebracht ist. Das ist hier auch gar nicht festgemacht, das sitzt hier auch nur praktisch auf. Das ist zwar eine Stütze, aber sie ist hier unten nicht aufgenoppt. Und solche Sachen gibt es hier immer wieder. Aber ich finde ich es toll, auch wenn es schwierig zu bauen ist und ich immer mal wieder geflucht habe und immer mal wieder auch eine Zange zur Hilfe nehmen musste zum Gegendrücken oder Festhalten oder sowas. Also ja, es braucht hier schon ein bisschen Erfahrung und Geduld und ein bisschen Frustresistenz. Es ist ganz sicher kein Anfängermodell hier, dieser Golfkurs. Gut, so, jetzt gucken wir, dass wir den letzten Bauabschnitt auch hinter uns bringen und das Ding endlich fertig vor uns steht. Es ist vollbracht, das Juhang 86017, der Golf Resort Course, ist fertig und es ist kein Minigolfkurs. Zumindest würde ich das jetzt nicht sagen. Ja doch, es ist schon ein Minigolfkurs. Natürlich ist es ein Minigolfkurs. Ich habe noch nie so einen Golfkurs gesehen. Auf jeden Fall, der Minigolfkurs ist fertig und ich habe jetzt auch rausgefunden, für was diese
diese Dinger hier sind. Damit kann man die Figuren drehen und vielleicht auch ein Bällchen schlagen. Also hier natürlich eine Fliese, ein Tile Round. Oh, ich habe sogar bis hier hinten hingeschossen. Hey, also vielleicht hätte ich auch das Loch treffen können und dann fällt es hier durch und hier rein und dann, und dann kann man es hier rausholen, wenn man drankommt. Und man kann einfach hier das Panel rausnehmen. Dann kommt man dran. Genau. Also, dafür sind diese Dinger da. Und da kann man die alle bewegen. Hier kann man den hier bewegen. Und der da oben, den kann man da hinten bewegen. Das hier natürlich. Ja, vielleicht hätte ich in so einen Rechtshänder machen sollen, dann wäre es vielleicht besser gegangen. Oder vielleicht muss ich auch darüber schlagen. Ich habe keine Ahnung. Darum geht es ja auch nicht. Genau. Zuletzt gebaut habe ich hier diesen Baum. Hier sind wie beim Lego Bonsai so Frösche als Blüten drauf. Das ist natürlich ganz witzig. Aber passt soweit. Ich mag keine Pflanzen bauen, keine Bäume bauen. Ihr wisst, das ist nicht so mein Ding. Hier geht ein Fluss runter. Hier ist die Mühle, die Wassermühle. Ich muss gucken, wo ich es anfassen kann. Hier diese Bäume. Hier immer noch das Problem, dass das hier jetzt hier so wegsteht. Ist jetzt nicht so ideal, aber wenn man es von der richtigen Seite betrachtet, fällt es nicht auf. Und dann hier hinten die Eishöhle hier, das finde ich eigentlich ganz witzig gemacht. Hier kann man drehen und hier kann man drehen, hier oben. Also das kann man hier alles bewegen. Genau, ich weiß gar nicht, bewegt sich das eigentlich auch? Das sollte sich doch eigentlich auch bewegen hier. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich habe hier eine Powerbank. Jetzt gucken wir mal. Sollen wir den mal hier einstecken? Und gucken wir gerade mal, ob sich da was bewegt. Also die Wassermühle, die dreht sich. Das habe ich schon gesehen. Also hier, da bewegen sich die Hindernisse. Dann hier ist so eine Treppenfunktion. Auch witzig. Und die Wassermühle, die dreht sich halt sehr, sehr, sehr schnell. Aber es bewegt sich einiges. Das finde ich jetzt ganz witzig. Also, das finde ich ganz schön. Ja, die ist wirklich sehr schnell. Also, jetzt mal ausschalten, ist auch ein Krach. Ja, fürchterlich. Ich habe die tatsächlich so rumgedreht, wie sie eigentlich auch logisch sein müssen, dass das Wasser in die Schaufeln reingeht und das auch dreht. Und dann bleiben sie auch nicht hängen. Vorher hatte ich sie ja andersrum montiert, wie es in der Anleitung ist. Dann sind sie mir hier hängen geblieben an den Noppen an der Seite. Und das war jetzt nicht so ideal. Dann habe ich sie einfach gedreht und sieh da, es läuft, es ist kein Problem. Also ich hatte es schon mal vorher kurz ausprobiert, habe aber nur das beobachtet und nicht da hinten die Hindernisse und diese Treppenstufen hier. Ach ja, also das ist eigentlich ganz cool hier. Was das Zahnrad hier macht, weiß ich jetzt tatsächlich allerdings nicht. Das kann man hier schräg stellen. Ich sehe da, das kann auch noch hoch und runter fahren. Das war da, wo diese Schnecke da unten war, aber das hängt ein bisschen. Das lasse ich jetzt. Ist nicht ganz ideal. Aber grundsätzlich auch eine coole Funktion. Also hier, coole Funktion. Ich finde, es sieht auch echt cool aus. Der Bau ist wirklich anspruchsvoll, anstrengend, aber auch irgendwie befriedigend. Das hat mir Spaß gemacht. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Mit hin und wieder einen kleinen Frustmomenten, wenn wieder was runtergefallen ist, wenn wieder was geklemmt hat. Und ganz oft hätte man es ganz simpel durch einfach noch eine Stütze oder so das Problem deutlich minimieren können.
Und das ist halt das Ärgerliche. Grundsätzlich funktioniert es, seht man ja, also auch mit der Technik, es funktioniert. Aber, mir ist, ich habe keine Fehlteile gehabt, aber ich habe hier, also vermutlich habe ich hier diese Fliese, die eigentlich in diesem Orange sein sollte, irgendwo anders eingebaut, weil es schlicht und ergreifend die Farben in der Anleitung scheiße sind. Muss man einfach sagen. Gerade die verschiedenen Farbtöne, die so eng beieinander liegen. Hier, dieses Blau und dieses Blau sind praktisch nicht zu unterscheiden. Dunkelbraun und Schwarz sind nicht zu unterscheiden. Die verschiedenen Gelbtöne sind nicht, oder Orangetöne sind nicht zu unterscheiden. Das ist einfach schlecht. Muss man einfach so sagen, das ist einfach schlecht. Manchmal gibt es auch Probleme zwischen dunkelgrün und schwarz, wobei, wenn man ganz genau hinguckt, kann man die tatsächlich auseinanderhalten, aber bei anderen, echt schwierig. Genau, aber ansonsten, ich finde das Ding echt cool. Hat mich jetzt positiv überrascht. Ich war jetzt erstmal so dieses, ach, ich nicht ganz überzeugte Berichte davon gesehen. Ich habe es mir nicht hundertprozentig durchgelesen, wollte mich überraschen lassen. Also habe mich jetzt hier nicht so wahnsinnig gespoilert, aber habe schon rausgelesen, dass das Ding Verbesserungspotenzial hat. Und das hat es definitiv, gerade bei der Konstruktion, bei den Unterbauten und so. Aber ich hatte dementsprechend nicht ganz so hohe Erwartungen, aber tatsächlich muss ich sagen, das Modell hat jetzt hier meine Erwartungen eindeutig übertroffen. Also, cooles Ding, wenn man die Zeit und den Nerv hat, das Ding zu bauen. Ja. Drei Figuren sind dabei, habt ihr ja gesehen. Hier Pärchen, Frau, Mann und vielleicht ist das der Caddy oder so, keine Ahnung. Es gibt nur zwei Golfschläger, also das sind die zwei, die golfen und der arbeitet da wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich finde es auch schön hier, also das sind wahrscheinlich hier die vier Jahreszeiten, das ist der Herbst, Winter, Frühling, Sommer, nehme ich mal an. Das finde ich auch eine schöne Idee, also so vom Design her finde ich es echt auch ganz, ganz witzig umgesetzt. Und wie die Bahnen gestaltet sind hier mit den verschiedenen Löchern und so. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob da viele davon wirklich spielbar sind, aber ich bin hier über den Wassergraben drüber gekommen. Das ist erstaunlich. Also finde ich gar nicht schlecht. Überraschung, Überraschung. Gut, also. Ja, ich denke, viel mehr kann ich jetzt hier gar nicht dazu sagen. Ich finde es ein echt schönes Ding. Und mir hat es, wie gesagt, wirklich Spaß gemacht. Ich fand es sehr spannend zu bauen. Und Spaß hatte ich die meiste Zeit auch, sagen wir so. Mehr habe ich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr zu diesem Set zu sagen und deswegen möchte ich mich hier an dieser Stelle von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat mein Video zu diesem spannenden Set gefallen und ihr schaut dann beim nächsten Mal wieder rein und oder lasst mir ein Abo da oder ein Like oder einen Kommentar, freue ich mich und wünsche euch viel Spaß mit euren eigenen Bauprojekten. Bis zum nächsten Mal, euer Axel. Von Steinreich TV. So, jetzt mache ich das wieder an. Und dann lasse ich die Musik drüber spielen. Und dann drehe ich es nochmal. Komm. Bewegen die dich nicht mehr? Okay, kurze Einwand. Das bewegt sich nicht mehr. Warum? Ich weiß es nicht.
Habe ich irgendwas kaputt gemacht? Oh nein, schade. Also, ich weiß nicht, warum es sich nicht mehr bewegt. Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Ja, also das mit den sich bewegenden Hindernissen war wohl ein kurzer Spaß. Keine Ahnung. Mal probieren. Aber das finde ich jetzt... Hmm.